Gut. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play der Bass. Schon, wir sind immer noch auf die Karte Konstant. Und wir fahren heute mit einer anderen Linie. Und mit einem anderen Bus. Heute fahren wir mal wieder mit dem Scania Version TMB. Und fahren die 341 von. Ich setze mich aber erstmal auf. Nein. Statt schon mal Elektronik. Von Münz. Das hier nochmal. Ich vergesse es immer wieder. Sag schon Scheiß. So. 5, 5, 7. Ja, okay. 3, 1, 4. Okay. Kurz. 1, 2, 3. Okay. Von Castrop-Rauxel-Münsterplatz nach Overbergstraße. So, ich hoffe, dass wir wiederum diese Back mit den Tiegel. Moin, ich benötige einen Fahrschein. Also mit dem Back mit den Ticketverkauf ist immer noch. Also, ich habe gerade noch das Game neu installiert. Tut mir leid, geht nicht. Und ich fahre auch zum ersten Mal mit die Linie. Ja, bitte verzeih mir, wenn ich mich irgendwie verfahre oder so. Mann, das ist jetzt Berufsverkehr. Ganz ehrlich. Nächste Haltestelle. Castrop Mark. Also die Linie hätte also die gleiche Haltestelle wie der Expressbus. Guten Tag, hallo, guten Tag.
Guten Tag. Hallo. 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 Morgen. Morgen. Fahr schon wieder so schnell. Nächste Haltestelle, Beethovenstraße. Übergang zu die Buslinie 001. Jetzt geht's geradeaus weiter. Die Buslinie 1 biegt nun mal hier links ab. Wir müssen jetzt hier weiter. Ja, bremst noch ab. Noch stärker. Grüner wird nicht. Nächste Haltestelle, Koblingstraße. Entschuldigung. Handy aus. Oder bitte auf Stumm schalten. Alter, was ist das denn? Was ist das denn für ein Nix? Ich glaube, die Karte ist nicht so richtig fertig. Aber ich weiß auch, was ich gesehen habe. Hallo, Morgen. Moin. Morgen. Jupp, die Karte ist noch nicht fertig. Ackerstraße. Und jetzt geht's in den Mix. Ja. Wie gesagt, ich bin
Fahrrad zum ersten Mal in Wien, ja. Das war weit. Deshalb weiß ich nicht, was wie die Linie ist, aber ja. Ich bin in den nächsten. Ja, ich würde sagen. Das ist nicht so geplant, aber für 10 Minuten. Reicht es auch. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge mit dem Bass wieder. Bis dann.